In diesem Video legen wir allen staatlichen und öffentlichen Stellen sowie Institutionen, welche die aktive Beeinflussung des Wetters sowie die Existenz von Chemtrails verneinen oder leugnen, eindeutige Fakten vor und verlangen hierfür einleuchtende, nachvollziehbare, realistische und wissenschaftlich fundierte Erklärungen. Gleichzeitig dient dieses Video der allgemeinen Information der Öffentlichkeit über die offensichtliche Unrichtigkeit der bisherigen offiziellen Darstellungen sowie der Vermittlung einiger physikalischer Grundlagen. Und auch die Kondensstreifen waren schon immer so, dass sie, wenn das Flugzeug gerade durch trockene Luft flog, dass sie sich schnell aufgelöst haben, kaum hinter dem Flugzeug zu sehen sind. Wenn sie aber in einer feuchten Luft sind, dann sind sie lange zu sehen, breiten sich auch zum Teil aus und sind die Basis für neue Wolken. Herr Kachelmann, und natürlich nicht nur er, möchte uns in seinem Video also erzählen, dass es Chemtrails nicht gibt und dass alle Streifen am Himmel lediglich langanhaltende, also persistente Kondensstreifen sind. Schauen wir uns hierzu ein paar unbestreitbare Fakten an. Kondensstreifen bilden sich bei Temperaturen unterhalb von minus 40 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens ca. 70%. Bei diesen Bedingungen verschwindet ein Kondensstreifen bereits nach wenigen Sekunden. Diese Daten haben wir sowohl aus dem aktuellen Wikipedia-Artikel über Kondensstreifen wie auch aus alten Meteorologiebüchern aus den 70er und 80er Jahren. Wenn heute stark abweichende Behauptungen aufgestellt werden, so stellt sich die Frage, wie es dazu kommen kann und warum die Physik sich in den letzten 30 Jahren so stark verändert hat. Nur mal so am Rande. Unter extremen Bedingungen kann ein Kondensstreifen bis zu 20 Minuten lang bestehen bleiben. Das war Lehrmeinung bis mindestens Ende der 80er Jahre an deutschen Universitäten im Fach Meteorologie. Die heutige Lehrmeinung weicht dagegen stark davon ab. Man spricht heute von mehreren Stunden. Der Deutsche Wetterdienst sowie die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt machen keine klaren Angaben bezüglich dieser extremen Bedingungen. Aber folgende Aussage aus Wikipedia wurde uns am 2.4.2012 per E-Mail vom Deutschen Wetterdienst indirekt bestätigt. Die Persistenz von Kondensstreifen, also ihre Langlebigkeit, wird stark durch die Gegebenheiten der Atmosphäre und insbesondere dem Wasserdampfgehalt, welcher durch die relative Feuchte beschrieben wird, beeinflusst. In den kalten Atmosphärenschichten treten relative Feuchten von 0 bis über 200% auf. In ca. 70% der Fälle ist die Luft untersättigt. Die relative Feuchte liegt also unter 100% und die Kondensstreifen lösen sich innerhalb weniger Minuten auf. In übersättigter Luft nehmen Eiskristalle Wasserdampf aus der Luft auf und wachsen an. Die Menge des aus der Atmosphäre aufgenommenen Wasserdampfs übersteigt den Triebwerksausstoß um einige Größenordnungen. Die Lebenszeit kann mehrere Stunden betragen. In einem Fall war ein einzelner Kondensstreifen über 17 Stunden auf einem Satellitenbild zu erkennen. Je nach anliegender Windscherung kann die Breite der Kondensstreifen auf über 20 Kilometer anwachsen. In der besagten E-Mail bestätigt der Deutsche Wetterdienst diese Aussage und fügt lediglich hinzu, dass Werte um 200% relative Feuchte sehr selten vorkommen. Meistens liegen die Übersättigungen bei knapp über 100%. Folglich dürften langanhaltende Kondensstreifen selbst nach heutiger offizieller Meinung unterhalb einer Luftfeuchtigkeit von 100% nicht existieren. Es lässt sich jedoch zeigen, dass selbst bei Luftfeuchtigkeiten unterhalb von 60% langanhaltende sogenannte Kondensstreifen vorkommen. Also auch dort, wo ansonsten gar keine Kondensstreifen mehr sichtbar sein dürften. Bevor wir uns nun unseren Forschungsergebnissen widmen, vorab noch eine kurze Erklärung zum Sichtfeld bei der Himmelsbeobachtung. Der von uns entscheidende Bereich für die Beobachtung von Kondensstreifen befindet sich in einer Höhe bis zu ca. 12 Kilometern. Bis dorthin reicht der übliche Luftverkehr. Ein Beobachter kann aufgrund der Erdkrümmung nur einen begrenzten Teil des Himmels wahrnehmen. Bei absolut klarer Sicht und freiem Blick auf den Horizont umfasst dieser Bereich eine Strecke von ca. 780 Kilometern. Da aber in der Realität die Luft dunstig ist und die freie Sicht durch Gebäude, Bäume oder Berge eingeschränkt ist, ergibt sich im eher günstigen Fall eine sichtbare Strecke von nur etwa 90 Kilometern. Wenn wir nun herausfinden wollen, ob und wie lange die Kondensstreifen verursacht durch Flugverkehr sein können, benötigen wir einige meteorologische Daten. Eine Karte für Temperaturverhältnisse haben wir zum Beispiel hier. Sie bildet die Bodentemperaturen für Europa und einen Teil der nördlichen Hemisphäre ab.
Um nun jedoch Einblick in die höheren Luftschichten zu bekommen, benötigen wir Höhenwetterkarten. Diese hier zeigt die Lufttemperaturen bei einem Druck von 850 Hektopascal an. Das entspricht einer Höhe von ca. 1400 Metern. Weitere Karten gibt es für 3000, 5500, 9100 und schließlich 12.000 Metern. Schichtet man nun diese Karten übereinander, so ergibt sich folgende Ansicht. Das ist zwar schon besser, als nur die einzelnen Karten für sich zu betrachten, aber immer noch sehr unübersichtlich. Vor allem, weil die Zuordnung von Farbe und Temperatur von jeder Karte zu Karte variiert. Deshalb gibt es sogenannte Vertikalschnitte, wie diesen hier. Es ist, als würden Sie einen Kuchen schneiden und nun die einzelnen Schichten von der Seite her betrachten, mit einheitlichen Farbwerten, vom Boden bis zu einer Höhe von ca. 12 Kilometern. Auch von Vertikalschnitten gibt es selbstverständlich mehrere und das sieht dann für unser Europa wie folgt aus, hier nach Längengraden unterteilt. Es geht aber auch in der anderen Richtung, nach Breitengraden. Um nun feststellen zu können, ob es sich bei den Streifen am Himmel tatsächlich nur um Kondensstreifen handelt, brauchen wir einmal die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, Ort, Datum und Uhrzeit der Beobachtung und natürlich auch Bilder von Kondensstreifen. Nun zuerst einmal zur Luftfeuchtigkeit. Sie sehen einen Vertikalschnitt der Luftfeuchtigkeitswerte. Wir haben hier oben das Datum und die Zeit, hier den Breitengrad und unser Computerprogramm hat nach Angabe der Koordinaten eines Beobachtungspunktes eine rote Markierung gesetzt, sodass nun der Ort durch Breitengrad und Längengrad hinreichend genau beschrieben ist. An dieser Skala sehen Sie die Farbabstufungen für die entsprechenden Luftfeuchtigkeitswerte von dunkelblau bei nahezu 0% bis dunkelgrau bei 99% oder mehr. Den vorhin beschriebenen sichtbaren Bereich von 90 Kilometer hat unser Programm auch eingezeichnet. Den nicht sichtbaren Bereich haben wir dafür einmal abgedunkelt. Wenn Ihnen dies nun außerordentlich schmal vorkommt, dann bedenken Sie, dass dieses Bild einen Bereich von Europa abdeckt, welcher je nach Breitengrad eine Breite von ungefähr 3000 Kilometern hat. Wir betrachten im Gegensatz dazu jedoch den Himmel nur bis zu einer Höhe von ca. 12 Kilometern. Hätte das Bild in beide Richtungen den gleichen Maßstab, so dürfte es höchstens 2 oder 3 Pixel hoch sein. Nachdem wir nun die Feuchtigkeitskarte betrachtet haben, fehlt uns noch die Temperatur. Und da ist sie. Es wurde gesagt, dass jegliche Kondensstreifen oberhalb einer Temperatur von minus 40 Grad Celsius nicht existieren. Hier sind die minus 40 Grad Celsius und hier die entsprechende Grenzlinie. Es bleibt also insgesamt nur noch ein winzig kleiner Bereich übrig, welcher für unsere Untersuchungen in Betracht kommt. Kommen wir nun zur ersten Untersuchung. Es ist der 15. Mai 2012, 14 Uhr. Das entspricht 12 Uhr UTC, also quasi Weltzeit. Die Wetterdaten, die wir hier vorstellen, sind genau von dieser Uhrzeit. Der Betrachter stand zu diesem Zeitpunkt in einem Ort nahe von Garmisch-Partenkirchen. Hier sind nochmal unsere zwei wichtigen Wetterbilder, reduziert auf etwas mehr als den sichtbaren Bereich. Die Temperaturgrenze von minus 40 Grad Celsius eingezeichnet, noch einmal reduziert und vergrößert. Wir haben also zum entsprechenden Zeitpunkt Luftfeuchtigkeiten von 40% und 50%. Alles, was oberhalb von 50% liegt, wird auf diesen Karten mit einer blauen Linie eingegrenzt. In diesem Bereich liegt die Luftfeuchtigkeit allerdings auch nicht höher als gerade mal 60%. Auch wenn nun der obere Bereich der Karte durch die schwarzen Trennlinien fast nicht mehr zu erkennen ist, so geben die einzelnen Pixel doch eindeutig Auskunft über die Zustände dort oben. In diesem Fall sind es 10% Luftfeuchtigkeit. Zusammengefasst kann man also sagen, dass die Luftfeuchtigkeit auf keinen Fall über 60% liegt und die Temperatur minus 55 Grad Celsius nicht unterschreitet. Sofern zu diesem Zeitpunkt Kondensstreifen sichtbar sein sollten, dürften sie, wenn überhaupt, nur sehr, sehr kurz sein. Nun aber zu den Fotos. Wie man hier sehen kann, befinden sich diese Streifen bereits schon länger in der Luft.
Um genau zu sein, hatten sich diese Kondensstreifen über eine Stunde lang gehalten. Übrigens sind alle Fotos und Beobachtungen, die wir hier vorstellen, genauestens dokumentiert und unter Zeugen schriftlich beglaubigt. Zurück zum Bild. Eine Kontrasterhöhung macht die Streifen deutlicher sichtbar. Im unteren Bereich sieht man einen frisch entstandenen Kondensstreifen. Das nächste Bild zeigt eine dünne Schichtwolkendecke. Deren Ursache ist bei einer Kontrasterhöhung ebenfalls eindeutig auszumachen. Es sind Kondensstreifen, welche sich bereits über einen langen Zeitraum hin verteilt hatten. Auch hier dasselbe. Die Ursache der Wolken sind Flugzeuge. Spätestens hier muss man von Wettermanipulation sprechen, denn das einfallende Sonnenlicht wird durch diese Wolken stark gedämpft. Nun gab es zum selben Zeitpunkt allerdings auch einen Bereich im Himmel, welcher nicht von Wolken bedeckt war. Und hier sieht man das, was man bei der beschriebenen Wetterlage eigentlich erwarten sollte. Einen sehr kurzen Kondensstreifen, welcher bereits nach 4 bis 8 Sekunden wieder verschwindet. Kommen wir nun zum zweiten Fall. 16. Mai 2012 um 10.12 Uhr UTC in Oldenburg. Da diese Beobachtung zwischen den Aufnahmezeitpunkten unserer Vertikalschnitte liegt, nehmen wir einfach gleich zwei davon und betrachten die Entwicklung. Wie man erkennen kann, bewegt sich dieser kleine Bereich mit 80% feuchter Luft im Laufe der Zeit vollständig aus dem Blickfeld des Beobachters hinaus. Um 10 Uhr UTC dürfte diese Luftmasse nicht mehr im Sichtbereich gelegen haben. Im Übrigen liegt sie ohnehin in einem Temperaturbereich um minus 40 Grad Celsius, also gerade mal dem Grenzwert für die Entstehung von Kondensstreifen. Langanhaltende Kondensstreifen dürften, wir erinnern uns, jedoch erst bei einer Luftfeuchtigkeit um 100% möglich sein. Der größte Teil des infrage kommenden Bereichs hat jedoch eine relative Feuchte von nicht mehr als 50%. Die Temperatur liegt stets unter minus 50 Grad Celsius. Der gültigen Physik zufolge dürften Flugzeuge hier so gut wie keine Spuren hinterlassen. Eiswolken sind bei dieser Wetterlage übrigens ebenfalls ausgeschlossen. Dennoch sehen wir dies hier. Nun zum letzten und damit auch heftigsten Beispiel. 15. Mai um 12 Uhr UTC plus minus eine Viertelstunde. Der Beobachtungspunkt liegt in der Nähe von Bad Münstereifel. Die Temperatur liegt im gesamten Sichtfeld bei minus 45 Grad Celsius oder wärmer. Die Luftfeuchtigkeit bei 10%. An einigen Stellen eventuell noch bei 20. In einem Zeitbereich von 6 Stunden vorher und nachher, sowie in den räumlich anliegenden Schnittbildern, finden sich fast dieselben Bedingungen. Wir können das alles nachweisen. Die Wahrscheinlichkeit von gewöhnlichen Kondensstreifen, erst recht von langanhaltenden, liegt hier, um einen treffenden Vergleich zu finden, ungefähr so hoch wie die spontane Entstehung von Eiswürfeln in der Sahara um die Mittagszeit. Dennoch finden wir hier im Himmel einige sehr skurrile Pinselstriche, für welche ein weiterer Kommentar an dieser Stelle wohl nicht mehr nötig ist. Wenden wir uns nun der zweiten Erklärung zu, die man immer wieder hört, wenn man sich wegen eines bestimmten Phänomens an Wetterdienste oder andere Stellen wendet. Es geht dabei um riffelartige Wolken, welche über mehrere Stunden, manchmal auch den ganzen Tag lang, an einer Stelle verharren, obwohl offensichtlich auch in höheren Lagen keine Windstille herrscht. Bevor wir nun aber an die offizielle Erklärung herangehen, schauen wir uns zunächst einmal an, was damit gemeint ist. Hier sehen wir einen Satellitenfilm vom 19. April 2012. Auf den ersten Blick erkennt man dort nichts Ungewöhnliches. Schauen wir uns jedoch die Iberische Halbinsel an, so sieht man ganz klar, dass trotz starker Luftbewegungen fast der gesamte Bereich übersät ist mit riffelartigen Wolken, welche sich nicht einen Millimeter von der Stelle bewegen und ihre Form und Größe über Stunden stets beibehalten. Hier nochmal im Zeitraffer, vorwärts und rückwärts.
Das gleiche Bild findet sich auch über Griechenland. Und wenn man ein wenig genauer hinschaut, sieht man, dass diese Riffelwolken auch über dem Meer existieren. Zum Abschluss noch eine Aufnahme über Italien. Man beachte hierzu die südliche Spitze des Stiefels. Was nun von offizieller Seite als Erklärung hierfür abgegeben wird, ist folgendes. Riffelwolken entstehen durch entgegengesetzte Winde in unterschiedlicher Höhe und stehende Wolken sind Föhnlinsen bzw. entstehen ebenfalls durch entgegengesetzte Luftströmungen. Wir haben das natürlich einmal überprüft. An diesem Tag haben zu keinem Zeitpunkt über Spanien entgegengesetzte Luftbewegungen stattgefunden. Hier haben wir die Windströmungen am Morgen. Mittags, und abends. Weder Luftbewegungen noch die Topographie können hier als Gründe für Entstehung dieser Gebilde herhalten. Stehende Wolken über dem Meer sind völlig unmöglich. Zurzeit sind fast jeden Tag irgendwo in Europa solche Wolkengebilde festzustellen. Immer riffelartig und feststehend. Völlig unabhängig von Topographie und, soweit wir feststellen konnten, immer bei gleichen Windrichtungen in allen Höhen. Wir können auf einen Schlag zig solcher Gegebenheiten nennen. Die einzige Erklärung, die uns hierfür einleuchtend erscheint, ist, dass diese Wolken durch elektromagnetische Einflüsse entstehen. Rundfunk, Fernseh oder bekannte Kommunikationstechniken sind jedoch hierfür gänzlich auszuschließen. Auch für das auf herkömmliche Weise nicht zu erklärende Phänomen der Chemtrails haben wir wesentlich mehr Beweise, als wir in diesem Video vorstellen können. Wenn Sie künftig Klarheit und Einfluss auf das haben möchten, was mit unserer Erde passiert, dann liegt es an Ihnen, bei der einen oder anderen Stelle einmal genauer nachzuhaken. Auf Wiedersehen, Ihr Team von chemtrail.de.